Sehet, wer zurückgekehrt ist von den Höllenschlünden des Tartaros. Ich bin wieder da. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Nach langer, langer Zeit bin ich endlich mal wieder da. Und es tut mir sehr leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich habe gesagt, schreibt mich nie ab. Irgendwann werde ich das Ding nochmal zu Ende machen. Und vielleicht schaffen wir das ja sogar noch. Ja, leider spielt bei mir das Leben halt echt rein, dass ich kaum dazu komme, mal zu spielen. Also die Sache ist, ich glaube, ich habe es schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich bin Doktorand, ich bin jetzt in meinem letzten Jahr der Promotion und bin jetzt gerade dabei, Massen von Papern zu schreiben und dann meine Dissertationsschrift, um dann irgendwann mal meinen Doktor zu haben. Das kostet Zeit. Außerdem habe ich eine Tochter, die jetzt 3 Jahre ist mittlerweile und Tochter 2 ist incoming. Von daher, da bleibt nicht viel Zeit für Let's Plays. Achso, und ich habe auch noch ein Buchprojekt, das jetzt allerdings seit ein paar Monaten ruht aufgrund von Stress. Ich glaube, ich stelle es mal mit in die Beschreibung rein, falls es irgendjemanden interessiert, was ich da so schreibe. Es ist Fantasy im orientalischen Setting. Mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung für mich an der Stelle. So, jetzt kehren wir aber mal zum eigentlichen Spiel zurück, würde ich sagen. Also, ich muss zugeben, da es schon so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe, weiß ich nur noch begrenzt, wie es so aussieht. Ich weiß, dass wir als letztes die Arche Lucinia uns angeschaut haben und dass Sarissa da ein bisschen Mist gebaut hatte, die Pathfinderin der Asari. Und ich weiß, dass wir sehr, sehr viele Nebenaufträge haben, die wir so abarbeiten könnten. Und ich glaube, deswegen stehen wir auch da, wo wir jetzt gerade stehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, mich hier hingestellt zu haben, also das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Gedächtnisschwund habe, sondern es ist einfach schon viel zu lange her. Cassandra Werner, ich glaube, wir sollen mit der reden. Machen wir doch einfach mal die Missionen, die es hier gibt und dann schauen wir mal, ich glaube, ich wollte eigentlich als nächstes dann die Arche Turiana auch mit angehen, aber da wir schon hier stehen, fangen wir doch gleich mal hier an mit irgendwelchen Nebenaufträgen. Los geht's! Tut mir leid, falls Sie tanzen wollen, ich habe gerade Pause. Wie ist es so, wenn man seine Zeit hier unten verbringt? Besser als zu Hause. Ich musste weg von meiner verrückten Familie in der Milchstraße. Mein Bruder Conrad hat ein paar Liter zu wenig E-Zero getankt, wenn Sie verstehen. Aber jetzt bin ich hier. Und es ist toll. Dieses Long Kelly. Ich wäre gerne genauso wie Sie. Dieses Auftreten. Sie sagt, hey du Mistkerl, leck mir die Stiefel, küss meinen Ring und dann meinen Hintern. Ich will für Sie arbeiten, alles von ihr lernen. Und dann rufe ich meinen Bruder Conrad an und sage, sieh her, du Idiot, du bist nicht der Einzige in der Familie, der mit Promis abhängt. Genau. Viel Glück dabei. Klingt nach riesigen Beweggründen und ja, wir haben ja doch keine Mission. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach mal... Ups, da wollte ich nicht hin. Das kannte ich noch gar nicht, das Menü, glaube ich, oder? Kannte ich das schon? So, schauen wir doch einfach mal ins Logbuch wahrscheinlich. Ja. Priorisierte Operationen. Es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Ich meine, dass irgendwas mit Sloane Kelly war, dass es bei ihr irgendwie eine Party gibt oder sowas. So, hier gibt es noch nichts, was wir jetzt laden. Müssen wir uns irgendwann mal anschauen, da waren wir auch noch nicht. Aber das lassen wir erstmal liegen. Ich hatte, glaube ich, auch beim letzten Mal gemeint, ich will erstmal Nebenmissionen abarbeiten. So, gucken wir doch mal hier. Kenne deinen Feind. Gibt es hier irgendwas Neues? Nach weiteren Informationen suchen? Nee. Okay, Vetra. Okay, das ist Loyalitätsmission im Remarf-System. Familiengeheimnisse, das sind die Dingens. Turianische Arche, hatte ich ja gesagt, will ich machen. Auf den Tempest mit Sam sprechen für Drag. So, warte mal, schnell runter. Reliktscanner auf Eos. Liam will auf Aya was mit uns machen. Jal auch auf Aya. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwas mit... Ah, wie hieß der Typ noch, dieser Schmierige? Ah, der hier auch auf dem Planeten rumspringt. Reyes? Ich glaube, Reyes hieß er, ne? Dass wir mit dem irgendwas noch hätten. Helis Aufgaben, schauen wir mal hier. Wir sind jetzt auf Kadara. Schauen wir doch mal so. Genau, mit Sloane sprechen, Showdown. Da gibt's also doch was. Dann sollten wir das tun. Ich glaube, Besiedlung von Kadara. Ah, das ist auch mit Sloane sprechen.
Stimmt, ich glaube, hier ging es ewig nicht weiter mit der Besiedelbarkeit sozusagen. Kann man das irgendwie verfolgen? So, hier ging es, glaube ich, ewig nicht weiter mit der Besiedlungsfähigkeit. Schon wieder das gleiche Menü. Stimmt, wir müssen in den Fahrstuhl. Und jetzt gibt es dann endlich diese Party. Das schauen wir uns doch gerne an. Da können wir Kedera auch mal abhaken. War hier der Ausgang? Nein. Da drüben. Da, wo es leuchtet. Da gehen wir mal hin. Ja, ich muss zugeben, ich habe auch in letzter Zeit... Also gut, in letzter Zeit habe ich wieder ein kleines bisschen gezockt, aber davor habe ich auch sehr, sehr lange keine Computerspiele gezockt. Weil keine Zeit und so. Wie gesagt, ich habe dieses Schreibprojekt am Laufen. Und das kostet sehr viel Zeit oder hat viel Zeit gekostet im letzten Jahr. Also ich habe dann, obwohl ich ja auch so gut eingespannt bin mit Arbeit und Familie, trotzdem 100.000 Wörter letztes Jahr geschrieben. Und die kosten halt Zeit. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier zu Sloan kommen. Ach ja, ich erinnere mich an die Türen, die ewig nicht aufgehen, ja. Von daher habe ich wirklich sehr, sehr wenig Computerspiele in den letzten 2 Jahren gespielt. Jetzt in den letzten Wochen mal wieder, weil ich sowieso raus war beim Schreiben, weil ich da kurz Pause machen musste jetzt für ein paar Monate. Und da dachte ich mir, zocke ich einfach mal wieder. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt nicht so der Pro gerade wahrscheinlich. Ganz abgesehen davon, dass ich Mass Effect Andromeda halt wirklich so lange nicht angerührt habe. Aber wir kommen wieder rein, da bin ich mir sicher. So, schnelle Reisestation brauchen wir nicht, denn wir sind ja schon beim Hauptquartier der Verbannten. Da bin ich mal gespannt, was es jetzt für uns hier gibt. Denn ich bin sehr interessiert daran, das zum Ende zu bringen, den Konflikt. Pathfinder, sind Sie hier, um meine Schulden einzufordern? Ich habe mich als Verbündeter bewiesen. Es wird langsam Zeit, dass Sie mich auch so behandeln. Sie sind eine echte Nervensäge, wissen Sie das? Das habe ich schon mal gehört. Aber Sie haben mir das Leben gerettet. Ich weiß, die Nexus braucht Außenposten und Kedera ist in besserer Verfassung als die meisten Planeten. Ten wird es vermutlich nicht zugeben, aber es ist gut, hier einen Außenposten zu errichten. Das könnte der erste Schritt zur Versöhnung. Das können Sie vergessen. Ich arbeite nicht mit Ten zusammen, sondern mit Ihnen. Die Nexus hat uns verbannt, damit wir hier draußen sterben. Das habe ich weder vergessen noch verziehen. Ich bitte Sie nicht, die Vergangenheit zu vergessen, sondern lediglich darum, an die Zukunft zu denken. Ich kriege einen Anteil von allem, was Ihre Siedler produzieren. Betrachten Sie es als eine Art Schutzgebühr. Da draußen laufen immer noch jede Menge Kollektivarschlöcher rum. Und wir wollen ja nicht, dass Sie auf komische Gedanken kommen, oder? Das klingt irgendwie nach Erpressung. Sind wir uns einig? Ich muss sagen, es ist fair. Es ist ganz einfach deshalb fair, weil sie diesen Planeten ja einfach schon in der Tasche hat. Und sie hat ja schon das Sagen. Wir kommen jetzt erst noch dazu. Von daher ist es nur fair, dass sie einen Anteil einfordert. Finde ich zumindest. Und lieber auf die Art und Weise als gar keinen Außenposten, oder? Finde ich völlig okay. Werden Sie dann in Zukunft netter zu mir sein? Übertreiben Sie es nicht, Ryder. Oh yeah! Lebensfähigkeit steigt. 93%, das heißt, wir können einen Außenposten errichten. Sehr schön. So, jetzt reden wir nochmal mit ihr und schauen, ob es noch was anderes gibt. Was ist? Nee, gibt's nicht. Doch hier, Jagd auf den Scharlatan, das haben wir noch nicht besprochen. Haben Ihre Leute Reyes ausfindig gemacht? Noch nicht. Der Mistkerl spielt Verstecken mit uns. Aber wir kriegen ihn schon. Sobald Katis sich erholt hat, wird er die Suche persönlich leiten. Ich kann mich gar nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ich weiß noch, dass Reyes Sloan irgendwie umbringen wollte, aber ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß, dass ich Reyes überhaupt nicht leiden konnte. Das ist hängen geblieben. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut. So. Und dass ich mich deshalb für Sloan entschieden habe, ich glaube, so war das gewesen. So ganz genau habe ich die Hintergründe jetzt aber nicht mehr im Kopf dazu. So, da wir jetzt aber einen Außenposten haben, errichten können, würde ich sagen, sollten wir mal gucken, wie das hier geht. Wie war denn die Steuerung hier gewesen? Komm, wir brauchen keine Schnellreise hier.
Sollten wir jetzt wahrscheinlich mal in die Welt rausgehen und das Ding errichten und dann mal schauen, ob es da auch noch irgendwelche Missionen gibt. Aber ich glaube nicht, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Missionen gab es denn, glaube ich, nicht. Pathfinder. Kedera ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten. Finde ich Kedera-Port richtig angenehm. Sieh an. So angenehm wie eine Fleischwunde, die sich infiziert hat. Ah, alles klar. Naja, Jarl being Jarl. So, jedenfalls haben wir unser Ziel erreicht. Es ist alles, was zählt. Wir wollen Kolonien errichten und das können wir jetzt. Kann ich Ihnen helfen? Bin mir nicht sicher. Nö, gibt's nicht. Danke Nix. Für Ihre Zeit. Zurück an die Arbeit. Keine Ahnung, wer das war. So, wir müssen... Hier, Transitkonsole. Da müssen wir hin. Wir müssen in die Slums. Ja, ja, passt schon. Mein kroganischer Hammer. Ich muss sagen, was so Ausrüstung angeht, da werde ich auch mal mich wieder reinfuchsen müssen. Das mache ich natürlich nicht jetzt. Ich werde jetzt auch nicht so eine Ewig-Aufnahme machen. Also ich versuche mal ab und zu, wenn die Möglichkeit besteht, wieder aufzunehmen. Das Problem ist, darf halt niemand da sein bei mir zu Hause, wenn ich das mache. Ganz einfach, wenn meine Tochter da ist, die würde dazwischen grätschen wollen hier. Ich meine, eine Dreijährige, die kommt dann hier gucken, die würde sich bei mir auf den Schoß setzen und zuschauen. Kedera ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten. Danke, Sam, ich weiß. Die Badlands sind zwar noch nicht gerade sicher, aber mit dem Schutz des Kollektivs sollte es soweit in Ordnung sein. So, dann rufen wir uns mal einen Nomad. Das ging doch hier, ne? An den Dingens da. Genau. So, genau. Ja, und wenn meine Frau da ist, die muss halt im Homeoffice dann hier arbeiten und sie ist dann quasi hier am Computer. So. Schauen wir mal auf die Karte. Und verschaffen uns einen Eindruck davon, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Gibt's eine Markierung dafür? Warte, hier drüben. Einen Außenposten errichten, da haben wir es doch. So, dann gehen wir mal. Gehen wir mal dahin. So. Also wie gesagt, ich muss mich erst wieder ein bisschen reinfitzen in die Steuerung. Wahrscheinlich mache ich manche Sachen auch. Wir sind äußerst angesehen. Unser Name hat großes Gewicht. Aber ich wollte mich nicht auf meinen Namen ausruhen. Ich will meine eigene Geschichte schreiben. Können Sie das verstehen? Absolut. Es ist nur, ich kann mir eine derart große Familie einfach nicht vorstellen. Ich habe nicht mal einen Bruder oder eine Schwester. Was? Wieso nicht? Keine Ahnung. Da müssen Sie meine Eltern fragen. Stimmt, ich erinnere mich auf Aya, ist ja alles immer im Kuschelmodus, ne? Da gibt's ja von allem immer sehr viel in den Familien. So, Freunde. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Ich wollte jetzt ganz cool durch die durchfahren. Naja, fahren wir einfach vorbei. Habe jetzt gerade keinen Bock auf die. Oh ja, ich erinnere mich, die Nomad-Steuerung, die war sehr direkt gewesen, ja. Dieses Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Ich weiß, deswegen bin ich hier, mein Freund. So, schauen wir uns das doch mal an. Und los geht's. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Oh yeah. Das ist doch mal ein Start in die Aufnahmesession, oder? Keine halbe Stunde gespielt, schon Außenposten errichtet. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Ja, schon. Wir können uns nicht einfach von Ihnen abwenden. Die Initiative hat Sie im Stich gelassen. Sie waren nicht dabei, aber jetzt sind Sie hier und es ist Ihre Entscheidung. Das hier ist ein Erfolg und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert?
Etwas, um Ihnen Kadara schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen, ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Sauber. Lebensfähigkeit 100%. Ist das geil. Ist das geil. So, sehr schön. Sieh an, haben wir Kryokapselpunkte bekommen. Dann sammeln wir mal hier das Shuttle mit ein, das freut mich. So. Hallo Freunde. Gibt es denn hier irgendjemand, mit dem ich reden kann? Ja, es gibt eine Mission. Ach nee, Empfänger auf Kadara abstellen. Stimmt, wir hatten da ja was, dass wir immer irgendwelche Radioempfänger mit aufgestellt haben, ne? So, vielleicht komme ich jetzt auch an dieses versteckte Lager ran. Das will ich mir mal anschauen. Ich kann mich ganz, ganz dunkel daran erinnern, dass es hier ein Lager gab und dass man einfach nicht rankam. Mal schauen, ob wir das jetzt auf die Schnelle finden. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der Nachbarpunkt ist verzeichnet. Sollte mir das Ding das nicht irgendwie mit anzeigen? Ich dachte, das wird auch... Ich sollte hier wahrscheinlich nicht rein, wa? Nee, scheint gar nicht so schlimm zu sein. Ich dachte, hier ist alles immer ätzend. Naja. So, nee, das hilft mir nicht, dass wir jetzt hier das Lager haben. Den Außenposten. Wie kommt man denn da hoch? Wie? Warum? Das ist sehr verwirrend, muss ich sagen. Naja, gut, dann hätten wir das auch geklärt, dass das irgendwie immer noch nicht so richtig geht. Keine Ahnung, was das sein soll. Kann ja auch nicht so wichtig sein, was da oben ist, ne? Das hätte keiner auch geschmissen. Also ist ja schon schön hier irgendwie. Ich kann es sogar im Wasser benutzen. Diesen Modus. Ich meine, ist zwar irgendwie alles giftig, aber trotzdem schön. Wie komme ich da hoch? Gab es eine Möglichkeit zu klettern? Also ich meine, klar, ich kann hier hüpfen und so, aber... Klettern? Lass mal kurz auf die Karte schauen. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite kommen irgendwie, oder? Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie hoch und dann... uns von da aus nähern. Ah, ja. Schön. Die Unwägbarkeiten der Geologie. So, jetzt hätte ich gern meinen Nomad. Konnte man den rufen? Ich glaube nicht, ne? Aber der würde mir jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich was bringen gerade. Ich guck mal, ob ich hier hochgehen kann. Aber das ist zu steil wahrscheinlich, ne? Da rutsche ich doch weg. Das bringt mir nichts. So, das Problem ist, es sieht hier irgendwie rundherum nicht besser aus. Vielleicht soll ich doch mal mit dem Nomad hier durch die Gegend fahren. So, gehen wir mal schnell zurück. Auch ein riesen Außenposten geworden. Also, da habe ich jetzt irgendwie schon größere Außenposten hier schon gesehen bereits, als der hier jetzt steht. Die zwei Häuser. Aber gut. Außenposten ist Außenposten, ne? Zählt für mich. Ihr hättet natürlich auch den Nomad erst zur Seite fahren können, bevor ihr das Haus da geparkt habt. Das ist ganz toll. Moment. Wo ist denn hier... Da ist die Kapsel.
Ich glaube, wir sollten den Nomad nochmal neu rufen. Nomad? Haben die das Haus einfach auf meinen Nomad draufgestellt? Das ist unfassbar. Halt, wer bist du denn? Bist du jemand Wichtiger? Nö. Ich überlege gerade, ob ich erstmal noch schnell schaue, ob ich vielleicht doch jemanden zum Sprechen finde hier. Dann können wir nämlich, wenn wir den Sender installiert haben, dann auch direkt abhauen von hier. Dann gibt es ja hier quasi nichts mehr zu tun für uns. Hallihallo. So, jetzt ist die Frage, ist das der Raum aus... Ich glaube, es ist genau der Raum, in dem ich vorhin gestartet habe. Ah, nicht doch, verdammt. Ich Unfähiger. Hallo? Ihr seht alle sehr glücklich aus, dass ihr hier seid. So, jetzt muss ich nochmal kurz gehen. Und diesmal vielleicht versuchen, nicht abzustürzen, wenn ich mich hier durch die Gegend schieße. So. Schauen wir mal hier. Ist das irgendwas? Wie war das mit dem Scanner? Den konnte ich doch hier. Muss man ja mal ein bisschen schauen. Ich habe 3 Kisten bestellt. Und? Und ich sehe nur 2. Na sowas. Bestimmt irgendein Engpass. Siehst du mal, hier gibt es auch jemanden, mit dem wir sprechen können. Mir fällt gerade auf, wenn ich mich recht entsinne, konnte man doch auf den anderen Außenposten immer aussuchen, auf was die Spezialisierung laufen soll von denen, oder? Das war hier jetzt gar keine Wahl gewesen. Naja, wir sprechen mal mit Drew und schauen mal, was wir hier so tun können. Oder ob wir überhaupt was tun können.